Baller nahmen mit Rücken zum Tor 6. In dieser Übung trainieren wir Baller nahmen mit Rücken zum Tor. Dazu benötigen wir ein Hütchendreieck mit ca. 5 Metern Seitenlänge und ein Anspielhütchen im Abstand von ca. 7 Metern dazu. Verteilen Sie drei Spieler an das Anspielhütchen und einen Spieler in das Zentrum des Hütchendreiecks. Der Spieler blickt sich nun kurz um und fordert lautstark das Anspiel. Nun führt er die Ballannahme mit der Außenseite mit vorangegangener Körpertäuschung durch und macht direkt im Anschluss einen Ronaldo. Dann schießt er den Ball mit Effet auf das rechte Eck. Gleich im Anschluss fordert er ein zweites Anspiel und nimmt dieses Mal den Ball mit links mit. Details zu dieser Ballannahme finden Sie im Portal unter Technik, technische Besonderheiten. Entscheidend ist, dass die Spieler versuchen, das Tempo trotz Körpertäuschung aufrechtzuerhalten. Dabei darf der Ball nicht zu sehr gebremst werden. Dies erreicht der Spieler, indem er mit dem Fuß bei Kontakt nach hinten weicht. Auf diese Weise bleibt der Ball relativ schnell und das Tempo bleibt erhalten.